Belgien, Großbritannien und Deutschland sind bereit, den französischen Einsatz gegen islamistische Rebellen in Mali mit Flugzeugen für den Truppentransport zu unterstützen. Der belgische Außenminister Didier Reinders versicherte, man wolle Frankreich beistehen und man werde international zusammenarbeiten. Unterdessen betonte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton vor dem Europaparlament in Straßburg die Notwendigkeit zur Eile. Der geplante Einsatz von 200 EU-Ausbildern in Mali müsse beschleunigt werden. We need to accelerate our course of action. We want to deploy that mission as quickly as possible. Die Lage habe sich verändert. Der grüne Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit kritisierte Ashton, spreche in der ersten Person im Plural, doch den französischen Soldaten in Mali fehle jede Unterstützung. Man habe den Soldaten versprochen, ihnen Krankenschwestern zu schicken, sie aber aufgefordert, sich in Mali töten zu lassen. Si j'étais méchant, je dirais, on dit aux Français, on va vous donner les infirmières et allez vous faire tuer. An diesem Donnerstag kommen in Brüssel die Außenminister der Europäischen Union zu einer Sondersitzung zu der Lage in Mali zusammen.